Hallo zusammen und herzlich willkommen in Basel. Mein Name ist Nina und ich freue mich, euch heute auf einem Spaziergang durch die Kulturhauptstadt der Schweiz zu führen. Und was gibt es für einen besseren Ort, als hier auf dem Theaterplatz anzufangen? Er ist nämlich rundum umgeben von kulturellen Angeboten für Konzerte, Theater, Ausstellungen, Veranstaltungen aller Art. Ja, sogar unter unseren Füßen fehlt es nicht an kulturellem Angebot. Da befindet sich nämlich ein Kino. In der Mitte von all diesen Kulturangeboten finden wir den Zengeli-Brunnen. Seine skurrilen Figuren tanzen und Schauspielern unermüdlich vor dem Publikum. Und wisst ihr was? Vor 50 Jahren gab es diesen Brunnen zwar noch nicht, aber genau das passierte hier tagtäglich. Publikum klatschte für Kunst. Denn wo wir heute stehen, stand früher das alte Theater von Basel. Und exakt an der Stelle, wo der Brunnen ist, stand früher die Bühne dieses Theaters. Jean Zengeli, der Erschaffer dieses Brunnens, recycelte alte Teile des Theaters zu diesen Figuren. Und so manche Baslerinnen und Basler kennen die Antwort ganz genau, wenn man sie fragt, welche ihre Lieblingsfigur ist. Auf diesem Platz verrate ich euch gerne, warum ihr euch privilegiert fühlen dürft, weil ihr Schuhe tragt. Wir stehen hier nämlich auf dem Barfüßerplatz, wo einmal im Jahr Beachvolleyball gespielt wird. Natürlich barfuß auf Sand. Das ist aber nicht der Grund für den Namen. Der wahre Grund geht auf die katholische Zeit von Basel zurück, als ein relativ hoher Anteil der Bevölkerung der Geistlichkeit angehörte. Zu diesen Geistlichen gehörten beispielsweise auch die Franziskaner, die sich der Armut verpflichtet haben und darum barfuß gingen. Heute ist der Barfüßerplatz ein sehr beliebter Treffpunkt. Hier finden Märkte statt, die Herbstmesse, der Weihnachtsmarkt, natürlich die weltberühmte Basler Fasnacht. Aber ganz wichtig ist dieser Platz natürlich bei den heimischen Fußballfans. Denn wenn der FC Basel befeiert wird, dann hier. Hier auf dem Münsterplatz sind wir im historischen Herz der Stadt angekommen. Basel ist rund 2000 Jahre alt und es waren die Kelten, die hier mit der ersten kontinuierlichen Besiedlung begannen. Sie wussten damals ganz genau, wieso sie hier ihre erste Festung haben wollten. Die Lage auf dem Hügel bot Sicherheit und von hier hatten sie eine strategische Sicht auf den Rhein. Heute hat die Überwachung des Rheins von hier aus durchaus noch seinen Reiz. Insbesondere im Sommer, mit Sonnenbrille und einem Glasse ausgerüstet, kann man von hier aus zuschauen, wie hunderte farbige Punkte rheinabwärts treiben. Das Rheinschwimmen ist in Basel zu einem Ritual geworden. Und dazu darf ein Gegenstand auf keinen Fall fehlen, nämlich der Wickelfisch. In diesen wasserdichten Beutel könnt ihr Kleider, Badetuch, Schuhe und so weiter einpacken. Ja, einige packen noch Dienstlaptop und das kühle Bier für nachher alles in einem ein. Dann spaziert ihr rheinaufwärts und lässt euch friedlich von der Strömung flussabwärts treiben. Wer sich an solchen warmen Tagen an einem ruhigeren Ort abkühlen will, kann das in Münster machen, wo romanischer und gotischer Architekturstil zusammenkommen. Diese Kombination geht auf das Erdbeben von 1356 zurück, welches praktisch die gesamte Stadt in Schutt und Asche gelegt hat. Wir befinden uns jetzt auf dem Marktplatz, wo eines der berühmtesten Wahrzeichen von Basel steht, das Rathaus. Hier tagen das Parlament und die Regierung von Basel statt. Es steht seit etwa 500 Jahren hier. Vorher war nämlich kein Rathaus notwendig, weil der Bischof ohne Gewaltentrennung über die gesamte Stadt regierte. Tauchen wir doch aber etwas mehr in die Handwerkergässlein ein, wo ihr das Gefühl habt, wie durch ein Dorf zu gehen und das nur eine Minute vom Marktplatz entfernt. Okay, so ganz ruhig ist es in diesen Gassen nicht immer. An drei Tagen im Jahr ist hier durchgehend Musik zu hören. Eine ganz spezifische Musik, die die Herzen vieler Einheimischer höher schlagen lässt. Sie kommt nämlich von Piccolo und Trommel. Die Basler Fasnacht ist hier so beliebt, dass nach der Fasnacht immer auch gleich vor der Fasnacht ist. Sie ist nicht vergleichbar mit anderen Fasnächten und folgt ihren eigenen Regeln und Eigenheiten. Vor drei Jahren hat die UNESCO sie in das immaterielle Kulturerbe der Menschheit aufgenommen. Wir sind schon bald am Ende unseres Spaziergangs und ich möchte euch unbedingt noch verraten, wie ihr in Basel zu Ruhm und Ehre gelangen könnt. Wenn ihr in Basel Hollywood-Vibes spüren wollt, dann am Spalenberg. Hier findet ihr nämlich an beiden Rändern der Gasse den Walk of Fame. Die Namen auf diesen Platten sind von Personen, die Basel international im positiven Sinne berühmt gemacht haben. Ja, so ein Star ist nämlich Johann Wanner, der ganzjährig Weihnachtsbaumschmuck verkauft und mehrere Bücher über das Thema geschrieben hat. Er behauptet, dass ein Baum erst überschmückt ist, wenn er umfällt. Zu seiner Kundschaft zählte er beispielsweise Lady Di, Michael Jackson und diverse Hollywood-Stars.
Er dekorierte den Weihnachtsbaum des Papstes und wird gerne auch König der Kugeln oder Meister des Baumschmucks genannt. Wir sind nun am Ende unseres Rundgangs angekommen und ich hoffe, dass ihr vielfältige Eindrücke von dieser Stadt mitnehmen konntet. Von hier aus könnt ihr mehrere Cafés erreichen, dort eine Pause einlegen oder aber ihr spaziert weiter durch die lauschigen Gässchen, besichtigt das Spalentor, macht eine Ferryfahrt oder schlendert dem Rhein entlang bis zum Hafengebiet. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.